ist damit eigentlich gemeint? Was wollt ihr damit machen und wie forscht ihr damit? Also auch für dich 10 Minuten, vielen Dank. Jo, mit dem Werbeblock sind wir gleich im Genre Fernsehen, das passt also perfekt. Vielen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit, euch ein relativ frisches Projekt vorzustellen und ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Das Label hat sich etwas geändert, da ist jetzt noch G für Grundversorgung mit drin, darum geht es nämlich im Kern. Eine runde Sache, zweimal nämlich. Beide signalisieren damit eine Vollständigkeit. Die Wikipedia ist noch nicht ganz vollständig, sieht man da. Auch die Sendezentrale des ZDF auf dem Lerchenberg in Mainz hat durchaus einiges an Ecken. Beide signalisieren damit aber ihr Bestreben, das Weltwissen in einer spezifischen Form umfassend zu erzeugen und bereitzustellen. Hier die Texte dazu, also zum einen geht es um das gesamte Wissen der Menschheit, zum anderen geht es um ein Vollprogramm mit einem objektiven Überblick über das Weltgeschehen. Komplexe, voraussetzungsvolle Wissensformate können in hochwertiger Qualität nur von Experten erstellt werden. Das war die Überzeugung, mit der wir alle groß geworden sind, die zum ersten Mal eingebrochen ist durch die freie Softwarebewegung, die aber auch Jimmy Wales und Larry Sanger noch getrieben haben, als sie 2000 das Projekt Nupedia gegründet haben und da einen Expertenprozess mit einem mehrfachen Peer-Review-Verfahren vorgesehen hatten. Das Wiki kam dann sozusagen als eine Spielwiese hinzu für alle Leute, die von diesem Expertenprozess ausgeschlossen und frustriert waren, mitarbeiten wollten, aber da einfach nicht reingekommen sind. Die Idee war, dass hier Dinge gebaut werden, die dann irgendwann in den Expertenprozess der Nupedia übernommen werden und wir wissen, wie das ausgegangen ist. Allerdings ist die Tatsache, dass die Wikipedia funktionieren kann, heute immer noch so kontraintuitiv, dass gesagt wird, sie funktioniere zwar in der Praxis, aber nicht in der Theorie. 2013 ist das Jahr des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Angefangen hat es mit der Einführung des Haushaltsbeitrages. Germany's Gold ist das Projekt von ARD und ZDF, ihre Archive umfassend zu vermarkten. Da hat das Kartellamt gerade zumindest eine kleine Bremse vorgeschoben, aber das Projekt wird weiter verfolgt und das wird sicherlich eine erwartbare Reaktion nach sich ziehen, wenn das startet. Was dieses Jahr auch noch, wahrscheinlich Mitte des Jahres, erfolgen wird, ist ein weiterer Spruch des Bundesverfassungsgerichts und zwar zur Staatsferne des ZDF-Fernsehrates. Auch das natürlich ein Schlüsselelement in dieser ganzen Konstruktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Insofern, ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht auf der Tagesordnung und vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Wikipedia stellt sich naheliegenderweise die Frage, können wir das alles einerseits ernst nehmen, andererseits aber komplett anders organisieren. Also das, was heute von Experten in einer 7,5 Milliarden Euro pro Jahr schweren hierarchischen Anstaltsstruktur gemacht wird, können wir das auch in einer netznativen, freiwilligen, offenen, verteilten, meritokratischen, spendengeschützten Kooperation von Gleichen, von Peers mit lizenztechnisch abgesicherter Freiheit tun? Nochmal zu dem umfassenden oder Vollständigkeitsanspruch, was wir hier sehen, ist die Sachsystematik der Wikipedia. Und der Wissenskorpus ist ja durchaus vergleichbar, wenn man die Programme von ARD und ZDF auflisten würde in einer ähnlichen Form, käme, glaube ich, ein ähnliches Schema raus. Die Wikipedia strebt an ein systematisches, vollständiges, korrektes, vertrauenswürdiges und soweit möglich zeitloses Wissen zu sammeln. Also natürlich ist da immer eine Dynamik drin. Wenn Leute sterben, muss das auch in der Wikipedia abgebildet werden, damit die dort nicht allzu lange leben, über ihr Ableben hinaus. Aber im Prinzip geht es um einen überzeitlichen Anspruch. Im Gegensatz dazu hat Rundfunk natürlich eine andere Form von Zeitlichkeit. Es geht um ein lineares 24x7 Hörfunk- oder Fernsehprogramm, das jetzt erst in den letzten Jahren
geringfügig erweitert worden ist, würde ich mal sagen, um Telemedien auf Abruf. Also Aktualität steht hier im Vordergrund, die wird kontextualisiert natürlich mit Links in den Longtail, mit Hintergrundinformationen. Wenn man sich den Prozess hinter der Wikipedia in 4 einzelne Schritte herunterbrechen möchte, besteht sie aus natürlich dem Schreiben und Bearbeiten von Artikeln, dann aber im Hintergrund eine laufende Debatte über die Kriterien von Relevanz, von Qualität und vor allen Dingen natürlich der Streit zwischen den Inklusionisten und den Exklusionisten ist hier zu nennen. Zudem gibt es einen redaktionellen Prozess mit verschiedenen Rollen, Admins und so weiter, Bots gehören da auch mit dazu. Es gibt redaktionelle Strukturen, Portale, Redaktionen, Projekte, Bausteine und es gibt redaktionelle Verfahren, Sichtung von neuen Artikeln, Reviews, Auszeichnungen, ein lesenswerter Artikel, ein exzellenter Artikel. Und schließlich gibt es eine ausgiebige Forschung zur Wikipedia, die sich auf alles Mögliche bezieht, aber natürlich auch auf den Wissenskorpus selber mit dem Ziel, einen Qualitätsvergleich zur Britannica zu erstellen, aber auch Fragen der Motivation. Warum arbeiten Leute eigentlich freiwillig daran mit? Analog hieße das für WikiGTV zunächst mal das Selektieren von grundversorgungsrelevanten Beiträgen, die im Netz ohnehin auftauchen. Und unsere Ausgangsannahme ist, dass es davon bereits ziemlich viel gibt. Zu den Quellen gleich mehr. Auch hier geht es natürlich um eine laufende Debatte über die Kriterien von Grundversorgungshaftigkeit. Der Rundfunkstaatsvertrag gibt 4 Großkategorien vor: Information, Bildung, Beratung, Unterhaltung. Sind das tatsächlich noch die Kategorien, in denen wir in einem solchen offenen Prozess Grundversorgung fassen wollen? Qualität statt Quote, natürlich ein weiteres Dauerthema. Neutralität, Aktualität, Vollständigkeit, Vielfalt, Integration, all das gehört zu den Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und das Ganze wird natürlich überprüft durch Medienforschung. Hier zu den möglichen Quellen, dazu gehören natürlich offene Beitragssysteme wie YouTube etc. Dazu gehört der Wikikosmos selber mit den Videos, die dort bereits in Wikicommons eingestellt werden, aber auch Bilder, Audiodateien, Wikinews, das so ein bisschen vor sich hindümpelt, aber dann auch journalistische, zivilgesellschaftliche Informationsquellen, Netzpolitik allen voran, selbstverständlich Global Voices und so weiter. Aber auch öffentliche Informationsquellen, die Bundeszentrale für politische Bildung produziert oder lässt regelmäßig Videos produzieren, die man hier mit einbinden kann, die Goethe-Institute und so weiter. Anders als die Wikipedia bringt WikiGTV einige spezielle Herausforderungen mit sich. Zum einen ist Video deutlich aufwendiger als Text zu bearbeiten. Die niedrigschwellige Beitragsmöglichkeit bei Wikipedia, den Edit-Button klicken, reingehen in den Text, eine Fehlerkorrektur vornehmen, etwas hinzufügen, ist natürlich ganz wichtig für die Motivation von vielen Menschen, sich hier zu beteiligen. Wie kann eine solche iterative Verbesserung und Erweiterung aussehen für Video? Für die Verbesserung und dann auch die Weiternutzung von Videomaterial wollen wir auf unkomprimiertes Rohmaterial zugreifen. Das müsste also bei Dingen, die hier speziell für WikiGTV produziert und hochgeladen werden, ebenfalls mit hochgeladen werden, damit man weiterhin darauf zugreifen kann. Ein besonderer Reiz an der Wikipedia ist die strenge Gliederung, die es erlaubt, in einem Artikel sich schnell einen Überblick zu verschaffen und die Antworten auf die Fragen, die man gerade hat, zu finden. Wie aber durchsucht man oder macht durchsuchbar Videos? Man hat ein einstündiges Video vor sich. Wie findet man, wie weiß man, was da drin steht und wie findet man die entsprechenden Stellen? Wie kann man in Videos suchen? Welche neuen Verknüpfungen von Text und Bild sind möglich? Einige Beispiele hier aus Wikicommons, eine schlichte Liste oder eine Galerie,
beides nützliche Präsentationsformate, aber nicht besonders hübsch. Hier ein Beispiel aus Berlin, Network Awesome von Laptop-Rocker Jason Forrest und dem Neurowissenschaftler Greg Sadetsky gestartet. Hier, wie man sehen kann, geht es darum, aus Dingen, die auf YouTube auftauchen, kuratierte Programme zusammenzustellen. Das Projekt hat 130 Mitarbeiter und diese Videos werden dann auf Network Awesome eingebettet. Hier rechts We Love TV, das ist so die Startseite, in der man reinkommt. 6 dieser Shows pro Tag werden produziert. Die aktuelle, die ich mir vorhin noch angesehen hatte, hat das Thema Exorzismus. Ganz viel davon ist Musik, natürlich, das ist eine Menge gutes Zeug, was auf YouTube hochgeladen wird, Unterhaltung, what's funny, interesting, overlooked or just plain cool. Insofern ist der Anspruch hier ein anderer als bei WKGTV, aber das sind Vorbilder, die hier uns inspirieren. Ein weiteres Beispiel, passend zu Franks Vortrag, das ist ein Videoprogramm, was Vera Tollmann und Oliver Schulz für die letzte Transmediale zusammengestellt haben zum Thema Videodrones. Man kann sich vorstellen, wenn man hier runterscrollt, kommt ein Player nach dem nächsten. Auf der rechten Seite sieht man quasi das Inhaltsverzeichnis. Auch im Wikiversum gibt es verschiedene Ansätze, mehr Bewegtbild mit einzubeziehen. WikiTV ist ein Projekt, was von Manuel Schneider betrieben wird. Da geht es darum, Videobeiträge zur Wikimedia-Inhalten zu produzieren und zu sammeln. Das sind vor allen Dingen Interviews und Aufzeichnungen von Vorträgen auf Wikicons und Wikimanias. Hier ein Mockup. WikiTelevision ist ein etwas anderes Projekt. Da wird aber auch dazu gesagt, es handelt sich um einen Traum, eine Vision, Science Fiction, eher denn ein konkretes Projekt. WikiGTV möchte diese Vision Wirklichkeit machen. Die Ziele, ein kritischer Diskurs über Medien, wird damit angefacht in diesem Jahr des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es wird ein bottom-up entwickelter Katalog von Kriterien entstehen, der in der Diskussion, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Letztendlich geht es natürlich um ein sehenswertes Programm, wie die Wikipedia auch. Möchte man ja nicht nur am Meta-Diskurs teilnehmen, sondern man möchte auch die angebotenen Inhalte wahrnehmen können. Und idealerweise, wenn das aus der Pilotphase erfolgreich hervorgeht, wird es zu einem weiteren Projekt im Wikiversum mit Querverbindungen natürlich zu Wikipedia, zu Wikinews, Wikicommons, Wikibooks und so weiter. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Danke. Vielen herzlichen Dank. Habe ich schon gleich eine Frage? Ah, super. Zwei Kommentare. Das erste war, wie man das darstellen könnte, die Trennung von Video und Content. Da kann man sich so an Soundcloud und Co. orientieren, die ja auch irgendwie Sprungmarken und Inhalt irgendwie miteinander verknüpfen. Was ich nicht rausgehört habe, ist der Distributionskanal am Ende sozusagen ein TV kommt hinten also zeitlich begrenzte 24 Stunden pro Tag raus oder haben wir sozusagen die Unendlichkeit des Netzes, die wir so kennen? Die technische Basis ist natürlich ein MediaWiki mit dem seit Ende letzten Jahres dort integrierten neuen Kaltura-Player. Das ist zunächst mal das Format, in dem gearbeitet wird. Es geht nicht darum, ein ausschließlich linear wahrnehmbares Programm zu gestalten, sondern natürlich sind vielfache Navigationsmöglichkeiten in diesem Programmangebot möglich. Ja, auch eine Playlist Grundversorgung. Ich setze mich vor meinen Beamer, was auch immer, und sage, ich möchte jetzt 2 Stunden durchschauen in einem Potpourri, in einem Mix, und habe hinterher das Gefühl, ich bin gut informiert, bin beteiligt an dem, was diskutiert wird und auch noch gut unterhalten.
aber natürlich jegliche Form von anderer Playlist zu Themen wie zu den Videodrones, was wir gerade gesehen hatten, sind vorstellbar. Suche, semantische Auszeichnungen der Materialien erlauben weitere Verknüpfungen, die hier entstehen können. All das wird Teil der Forschungsarbeit sein. Und das Archiv stellt, es ist vor allen Dingen eine rechte Frage. Network Awesome sagt, wir kopieren die Sachen nicht aus YouTube auf unseren eigenen Server, sondern wenn das auf YouTube abgeschaltet wird, dann ist es auch bei uns abgeschaltet. Das ist natürlich für den Geist hinter der Wikipedia ein Problem. Insofern wird der Schwerpunkt natürlich liegen auf frei lizenzierten Sachen, die wir direkt in Wikicommons reinkopieren können und die dann beliebig lange zur Verfügung stehen. Aber die Idee ist natürlich auch, an andere Quellen, an andere Anbieter heranzugehen und zu sagen, guckt mal, wir haben hier beispielsweise die Erfahrung des Bundesarchivs, wo Matthias Schindler hingegangen ist, verhandelt hat und die überzeugt hat, ihre 100.000 zu dem Zeitpunkt digitalisierten Fotos in einer bestimmten Auflösung in Wikicommons zu stellen, verbunden mit ihrem Geschäftsmodell. Leute, wollt ihr das nicht mit den Inhalten, die für WikiGTV nutzbar sind, auch so machen? Und natürlich auch die interessante Frage, wie sieht es mit den Archiven der Öffentlich-Rechtlichen selber aus? Wie ist das überhaupt? Wer seid ihr genau? Wie viele arbeiten an dem Projekt? Wir sind, wie man hier sieht, das Forschungsprojekt Grundversorgung 2.0 am Zentrum Digitale Kulturen an der Leuphana-Universität. Und wir sind noch nicht ganz komplett, aber werden 20 Leute sein. Wow, okay. Falls jetzt keiner mehr Fragen hat, würde ich einfach langsam in den inoffiziellen Teil übergehen. Da ist noch eine. Ah, Entschuldigung. So ganz im Dunkeln sieht man, wenn das Licht blendet, nicht. Dann noch eine Frage. Vielleicht ist das zu grundsätzlich, aber es gibt einen Verein, der sich auch um freie Inhalte kümmert und auch irgendwas mit Wikis zu tun hat, also Wikimedia Deutschland e.V. Wäre das nicht sinnvoll, da Kontakt zu knüpfen? Selbstverständlich. Ja. Natürlich geht es im Dialog mit der Wikimedia, ganz klar. Okay. Dann hoffe ich, dass wir weiter im Dialog bleiben. Vielen Dank dir nochmal. Vielen Dank all unseren Gästen, Speakern und Nachhakern. Und noch eine ganz wichtige Info für die, ich glaube, ich habe mal zwischenzeitlich gezählt, mindestens 120 Leute, die hier sitzen. Nächstes Mal findet es nicht hier statt. Nächstes Mal ist Republika. Yeah. Und lustigerweise haben wir sogar von der Digitalen Gesellschaft am Dienstag, also am ersten Dienstag des Monats, wo wir sonst hier waren, am Nachmittag, nicht am Abend, ein